Hallo ihr Lieben, das ist mal wieder ein ganz spontaner Vlog, der überhaupt nicht geplant war. Ich wollte eigentlich erst morgen ein Video drehen, für Mittwoch, aber ja, manchmal ist es halt so, ne? Ich bin gerade dabei, mich anzuziehen, also wärmer anzuziehen, da ich raus möchte. Und zwar möchte ich gerne mit dem Fahrrad Richtung Ashram fahren. Um erstens in einem kleineren Wäldchen eventuell noch Girsch zu finden. Da war jetzt im Herbst jede Menge Girsch noch. Ja, vielleicht finde ich ja noch was. Und ich möchte schauen, ob ich noch so Tannenzapfen oder sonst irgendwas Hübsches unterwegs oder auch dann auf dem Ashram-Gelände finde, weil, nee, jetzt, Moment, ich ziehe den Schal an. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein paar, also so ein Bund Tannenzweige gekauft, zeige ich euch gleich. Das hatte mir eine von euch empfohlen und ja, da werde ich mal schauen. Auf dem Balkon habe ich ja verschiedene Übertöpfe. Vielleicht kann ich einen davon nehmen, der von der Größe her passt. Da ist ja dann eh schon Erde drin. Dann kann ich die da so reinstecken. So kann ich das auch immer ein bisschen gießen, dass die frisch bleiben. Muss mal eben gucken, wie das aussieht. Gut sitzt. Sorry. Ja, sie saßen nicht gut. Ich mag gerne, dass die Sterne hier oben in der Mitte sind. Ich finde, das sieht so besser aus. Ja. Ja, wie gesagt, so kann ich das dann auch zwischendurch mal gießen, dass sie halt länger frisch halten. Und ich habe kürzlich ein Päckchen bekommen von einer meiner Zuschauerinnen. Und da waren ja drei so kleine, ja, so Anhänger mit dabei für Weihnachten. Dann kann ich die da dranhängen und zuerst habe ich gedacht, ich besorge mir so Bastelkleber oder so eine Heißluftpistole. Hatte ich schon mal. Die sind schon toll. Aber ja, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt habe ich gestern mal geschaut hier in meinem Sekretär in den Schubladen, in den kleinen, und habe da noch Sekundenkleber gefunden. Vielleicht geht der ja auch, um dann die Tannenzapfen oder sonst was, also an eine Schnur festzukleben und das dann daran anzuhängen. Sonst probiere ich es so irgendwie, das drumherum zu wickeln. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen übrig habe von den Tannenzweigen, weil ich auch hier noch ein paar hinlegen möchte in meine Wohnung und auch gerne noch unten in den Gemeinschaftsraum auf dem schönen großen Tisch. Da möchte ich mich auch noch ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Genau. So. Ach, das ist gar nicht so einfach von der Seite hier, das Handy wegzumachen. So. Also hier sind die Tannenzweige, also der Bund, ne? Ist noch verpackt. Genau. Ich werde die Powerbank vom lieben Marco mitnehmen. Da ich jetzt nicht so viel Akku gerade auf dem Handy habe, ja, dann brauche ich die Strümpfe noch. Ich habe mich jetzt so Winterpuschen mir besorgt und die ziehe ich aber ohne Strümpfe an, weil die so warm sind. Echt krass. Ja, aber draußen ziehe ich ja dann Stiefel an und brauche ich natürlich Strümpfe. Ein paar Handschuhe nehme ich auch noch mit. Es ist aber nicht so kalt heute. Ich war nämlich schon mal kurz draußen. Ja, schauen wir mal. Und hier habe ich noch leere Flaschen drin. Die nehme ich auch mit. Will die auch unterwegs noch entsorgen. Und das muss gleich noch runter in den Kühlschrank. Bei mir gab es nämlich heute seit langem mal Croissants, drei Stück. Das ist noch der restliche Teig.
Und der hält sich auf jeden Fall noch ein, zwei Tage im Kühlschrank. Und diese mega leckere Marmelade hatte ich mir in Detmold gekauft. Oh, die ist so lecker. Da kann ich drin baden. So, dann packe ich die Sachen erstmal eben ein noch. Meine Haselnüsse sind hier auf der Heizung, die aber immer ja, hauptsächlich nur auf 1 steht und somit eigentlich kalt ist, zum Trocknen. Die hatte ich vor einer guten, ja oder ungefähr von einer Woche mit meiner Mitbewohnerin hier im Ort gesammelt. Bin ich ja mal gespannt. Ja, und ich hatte mir überlegt, dass ich euch einfach ein bisschen mitnehme heute. Falls das Video zwischendurch ausgeht, was möglich ist, da ich mit dem Fahrrad fahre, dann gibt es einfach mal wieder einen mehrteiligen Vlog. Okay? Wisst ihr Bescheid? So. Ich das mal noch mit. Okay, mal runter. Niemand hier. Ja, und die Sonne kommt gerade raus. Oh, schön. So, da oben ist noch Platz. Damit es frisch bleibt, ne? Echt schön. Heute Morgen war auch schon so ein herrlicher Sonnenaufgang. Überall rosane Wolken. Was ist das denn hier? Ach, das dachte ich schon, das wäre eine Spinne. Ich bin erschreckt. Ich habe mich gestern das ganze Treppenhaus geputzt. Ich bin diese Woche und nächste Woche dran. Ja. Ach ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier ist jetzt ein oder steht neu ein riesengroßer Spiegel. Richtig cool. Den hat der Vermieter irgendwo besorgt. So kann man sich auch mal im Ganzen sehen. Nicht schlecht, ne? Nee, das geht nicht mit einer Hand. Ja, ich habe nur ein paar Winterstiefel, und zwar diese hier. Aber sie tun es noch. Die geben auch gut warm. Nur hier vorne ist jeweils so ein Fleck und der geht nicht mehr weg, aber okay. Gibt Schlimmeres. Schön, wie die Vöglein zwitschern. Da steht mein Drahtesel. Ja, ich fahre auch deswegen ein bisschen jetzt mit dem Fahrrad raus, weil ich einfach gerne ein bisschen was sehen möchte und frische Luft schnappen möchte. Genau.
So, jetzt halte ich das Handy direkt in der Hand, dann wackelt das auch nicht so während der Fahrt mit dem Fahrrad. Hier hinten ist es dunkel, oder vor mir, und hinter mir ist es, klart es sich auf. Angenehm, dass es nicht so kalt ist heute. In den letzten Tagen hatte ich eigentlich erst die Idee, einen Nachtvlog zu drehen und euch hier so mal, ja, zu zeigen, wie die Leute hier schön geschmückt haben. Aber da bin ich dann wieder von abgekommen. Vielleicht hole ich das noch nach, wer weiß. Die leeren Flaschen habe ich hier gerade entsorgt. Und jetzt geht's weiter. Oh, ich liebe es total, hier lang zu fahren. Erstens, weil ich sie einfach schön finde. Und zweitens, weil mich das an die Zeit erinnert, in der ich mit Gaia, meinem erwachsenen Sohn, hier zusammen gewohnt habe. Aber das Stück, was ich am meisten mag, das kommt noch. Ich war bereits vor ein paar Tagen mal im Wald ein bisschen spazieren und habe schon mal geschaut nach Tannenzapfen und auch nach Tannenzweigen. Ja, es gab zwar ein paar nadelhaltige Bäume, ich denke aber mal, das waren eher Fichten. Und die hatten nur so dünne Zweigchen. Also das, nee, das hat es nicht gebracht. Deswegen habe ich eben dann noch gekauft. Ach, hier kann man auch Weihnachtsbäume kaufen, habe ich gerade gesehen. Ja, jetzt kommt das Stück, was ich hier besonders gerne mag. Die Straße. Tollen Weitblick über die Felder hinten zum Wald. Da ist Ashram, das Yoga Vidya. Ach, so schön, die Sonne scheint, herrlich. Ich habe mir hier doch den richtigen Moment ausgesucht. Ich war auch schon da hinten mit dem Fahrrad, da habe ich mir auch schon einiges angeschaut und Schäfchen gesehen, mal unterwegs. Das war auch schön. Ja, zum Ashram kann ich jetzt zurzeit nicht rein, da dort einige Corona-Fälle sind. Ja, können jetzt leider keine Gäste rein, aber gut, gibt Schlimmeres, ne? Ich fahre jetzt mal zu dem Wäldchen, von dem ich vorhin euch erzählt habe, und da sehen wir uns dann gleich wieder.